heute mit dem Pre-Game-Talk aus einem etwas relaxteren Setting, nämlich vor dem Pokalwochenende in Herne, dem Top 4, melden wir uns heute hier. An meiner Seite Hanna Ballhaus. Hanna, wie fühlst du dich? Hast du Lust auf das Turnier? Große Lust, ja. Fühle mich gut. Ich bin ja relativ entspannt jetzt. So die meisterorganisatorische Arbeit ist abgeschlossen. Wir haben jetzt gleich noch Abschlusstraining und dann geht's morgen früh los. Und wir freuen uns alle, glaube ich, ziemlich. Mhm. Cool, ist ja auch ein super, super tolles Event. Vorm Bauch hat man jetzt so zwei Gegner, die man schon so ein bisschen kennt. Also Herne und Marburg auf der anderen Seite. Unterscheidet sich das so ein bisschen zum normalen Ligabetrieb, bei dem man ja zum Beispiel auch bei der Fußballnationalmannschaft sagt, das ist eine Turniermannschaft? Ist es so, dass es auch im Basketball denkbar ist, dass die Mannschaften jetzt besonders gut sind in diesem Setting? Ja, also ich glaube aus zwei Gründen ja. Ich glaube natürlich rein personell sind es die gleichen Mannschaften, auf die wir auch in der Liga treffen. Aber ich glaube für beide ist es auch nochmal eine ganz besondere Motivation. Ich glaube Herne vor allen Dingen, weil sie natürlich zu Hause spielen, weil dieses Top 4 genau in die Stimmung passt, ich glaube, in der die gerade sind in Herne, alle zusammen. Wir haben eine absolut überragende Saison gespielt. Man hört das auch in den Interviews, wenn man mit den Spielerinnen spricht. Wenn man die Pre-Game-Talks sich anhört. Ich glaube, alle haben einen unheimlichen Hype gerade in Herne. Dieses Top 4 ist dann sozusagen die Krönung einer sowieso schon überragenden Saison. Ich glaube, auf dieser Welle schwimmen sie gerade und ich denke, da sind sie nochmal doppelt motiviert und doppelt gefährlich. Und für Marburg gilt das Gleiche. Ich glaube, Marburg hat eine wahnsinnig gute Saison gespielt bisher. Wenn man so ein bisschen den Verlauf betrachtet, dann ist vom Gefühl, glaube ich, so ein bisschen, es war am Anfang besser, als jetzt am Ende ist. Hatten so eine kleine Schwächephase, die sie, glaube ich, aber mit diesem überragenden Sieg gegen Göttingen, haben sie sich, glaube ich, so einen kleinen Befreiungsschlag selber begönnt. Und ich glaube schon, dass für Marburg, die wissen schon, dass die Playoffs, glaube ich, auch jetzt haarig werden. Ne? Sie sind, glaube ich, eine Mannschaft, die mit Sicherheit auch auf so eine Finalrunde schielen kann. Aber wenn sie wirklich sicher sein wollen, dass sie was Zählbares mitnehmen wollen, ich glaube, dann werden die alles tun, um zumindest den Pokaltitel schon mal vorab sich sichern zu können. Deshalb glaube ich, dass beide Mannschaften wirklich wahnsinnig viel Grund haben, nochmal wirklich alles in die Waagschale zu schmeißen am Wochenende. Ja, definitiv. Als Vierter im Bunde ist das Team aus Osnabrück, eine Mannschaft aus der zweiten Liga, die man jetzt vielleicht nicht direkt so auf dem Schirm hat. Aber ich glaube, die ist nicht zu unterschätzen, Hanna, ne? Was meinst du? Nee, im Gegenteil. Es ist eine ganz schwierige Situation. Auf der einen Seite würde ich mir absolut albern vorkommen, sich hier hinzusetzen und zu sagen, ist es für uns eine unangenehme Konstellation, weil das wäre, da würde ich mich ein bisschen lächerlich mitmachen, das möchte ich auch nicht. Natürlich ist für uns Osnabrück das bessere Los wahrscheinlich, als wenn wir Marburg oder Herne im Halbfinale gehabt hätten. Auf der anderen Seite ist es trotzdem eine ganz, ganz schwierige Situation. Also ich glaube, wenn du gegen den Zweitligisten spielst, kannst du erstmal nur schlecht aussehen. Und es ist unheimlich schwer, also es hört sich albern an, aber ich bin eigentlich jemand, ich fühle mich unheimlich wohl in dieser Underdog-Rolle. Und ich bin in dieser Rolle auch immer die letzten Jahre gewesen. Das heißt, mir egal, ob das jetzt in Wolfenbüttel war, ob das in Spanien war, ob das teilweise mit den Nationalteams war, ob das jetzt in Freiburg wieder so ist. Ich glaube, dass sozusagen die Ansprache, die Motivation, wie man mit so einer Mannschaft arbeitet, das ist immer sehr stark aus dieser Underdog-Rolle raus. Und da weiß ich, da kommt man auch leicht an die Mannschaft ran, da kriegt man sie einfach. Und auch die Spielerinnen, die sind mit dieser Rolle jetzt über die ganze Saison gegangen. Natürlich sind wir nicht gegen alle Teams Underdogs, aber ich glaube, wir sind eigentlich als Aufsteiger, waren die Erwartungen an uns nicht so groß. Und da haben wir uns so ein Flow erarbeitet und so eine Stimmung erarbeitet, die uns so durch die Saison getragen hat. Und plötzlich, in einem ganz entscheidenden Spiel, kippt die Rolle. Das heißt, du bist plötzlich auf der anderen Seite. Und ich glaube, dass das, mir ist das sehr unangenehm, wenn ich ehrlich bin, dass wir jetzt quasi so ein bisschen die Favoritenrolle haben gegen ein Team, was definitiv kein normales Zweitligateam ist. Also ich habe bisher zwei Spiele geguckt, zwei Spiele gecuttet. Wir haben heute schon mal Videoanalyse gemacht. Osnabrück hat vier Profis, die aktuell noch spielen. Einer hat sich leider verletzt. Die sind top besetzt auf den deutschen Positionen mit Jenny Strotzig als Kapitän der U18 oder jetzt U19 Nationalmannschaft. Mit einer Melli Knopp, die überragende Werferin ist. Mit einem
mit einer tollen Saison, in der sie aktuell super dominant sind, haben 18:2 Siege, sind aktuell Top-Favorit auf den Aufstieg. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die sich auch in der ersten Liga mit Sicherheit irgendwie behauptet hätten. Und ich glaube, das ist, wird eine richtig, richtig, richtig harte Nummer werden. Aber darauf sind wir Gott sei Dank eingestellt. Ja, ich finde das interessant, was du sagst, dass man jetzt so quasi durch diese Motivation in der Underdog-Rolle viel, viel Erfolg hatte. Fünfter Platz in der ersten Liga und gute Aussichten auf die Playoffs. Und jetzt sieht man sich auf der anderen Seite auf einmal. Ist vielleicht auch als Coach fürs Coachen eine ganz neue Herausforderung. Ist schwierig, weil es ist plötzlich eine ganz andere Ansprache an die Spielerinnen. Ne? Du hast sozusagen, klar, wir haben natürlich nicht nur, das wäre auch albern, das zu sagen, wir haben natürlich nicht nur gegen Teams gespielt diese Saison, die deutlich über uns stehen. Rein nominell, sag ich mal. Aber gerade diese Teams sind ja die, wo man so eine Mannschaft packen kann. Und in den Situationen, wir haben ja auch ein, zwei wirklich gute Spiele oder tolle Spiele gegen vermeintlich stärkere Mannschaften abgeliefert. Geltern zu Hause. Geltern zu Hause, Marburg zu Hause. Und das sind genau diese Spiele, ne? Wo man wirklich, wo man die Mannschaft kriegt, wo man gegen vermeintlich stärkeren Gegner antritt. Und das ist genau die Ansprache, die in diesen Fällen dann richtig war. Die fehlt mir jetzt. Ja, das heißt, klar. Man muss da jetzt... Also, das wird schon, ich habe große, also, es ist mir sehr unangenehm, sagen wir mal so. Also, ich mache mich auch ein bisschen nervös. angenommen, es läuft gut für uns, wir würden ins Finale einziehen. Was wäre denn dein Wunschgegner fürs Finale? Oh. Also, das ist natürlich unser Ziel. Ich glaube, das wäre lächerlich, wenn man das nicht als Ziel ausgeben würde. Jetzt sind wir schon mal so weit gekommen. Jetzt haben wir eine Mannschaft, die schlagbar sein muss für uns, auch wenn ich glaube, dass es kein Selbstläufer wird. Und dann Finale, ja, das ist schwierig. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es wird in beiden Fällen sehr spannend und sehr schwer. Marburg hat mit uns vor dem Hintergrund, war es vielleicht nicht so gut, dass wir sie geschlagen haben. Die haben definitiv eine Rechnung offen mit uns. Die werden höchst angespitzt sein in dem Moment, wo es gegen uns gehen würde. Mhm. Aber die Frage ist, was ist die unangenehme Situation? Marburg mit dem Messer zwischen den Zähnen, weil sie eine unangenehme Niederlage gegen uns sich geholt haben und wirklich die Chance hätten auf einen Titel. Da kenne ich auch Patty Unger und die Spielerinnen gut genug, denn das werden sie sich nicht einfach nehmen lassen. Oder Herne, die natürlich den Rückenwind der Halle haben, das ist ihre Heimhalle. Kann natürlich manchmal auch sein, dass sowas, man dieser vermeintliche Vorteil vielleicht auch mal schnell ins Gegenteil umkippt, das weiß ich nicht. Ich glaube, wenn, egal wen es treffen würde oder auf wen wir treffen würden, es wird, glaube ich, haarig, ja. Du hast schon gesagt, ihr fahrt morgen los. Gibt es morgen noch Programm oder ist erstmal Ankommen angesagt? Wie sieht es da aus? Nee, es gibt ein bisschen Programm. Wir fahren morgen relativ zeitig los, um 9 Uhr. Kommen dann hoffentlich so gegen 16, 17 Uhr an. Haben dann eine Trainingseinheit nochmal. Werden nochmal so 1,5 Stunden trainieren, bisschen bewegen, bisschen Beine lockern, noch ein paar Sachen durchlaufen. Und dann haben wir abends gemeinsames Abendessen. Und dann geht's dann ab in die Haie. Genau. Turnier. Samstag genau. Um 13 Uhr ist das Spiel wieder übertragen auf Sport Deutschland. Ja. Und dann am Sonntag entweder um 12 Uhr das Spiel um den dritten Platz, genau, oder das Finale um 15 Uhr. Und was spitzfindige Zuschauer wahrscheinlich schon gesehen haben, ist dieses Bild, was wir hier unter uns haben, denn da ist eine ganz besondere Medaille drin, nämlich die Pokalmedaille hier. Wir hoffen natürlich, das ist die Pokalmedaille. Wir hoffen natürlich, dass das nicht die einzige ist und dass Hanna und das Team die wieder mitbringen. Also von daher aus Freiburg herzlich, viel, viel Erfolg und wir Dankeschön. Drücken natürlich die Daumen und werden an den Bildschirmen das Team mitverfolgen. Also vielen Dank. Erfolg. Dankeschön.